Guten Tag. Es ist Montag, 13 Uhr. Jetzt circa noch für eine Woche lang, ein bisschen, ein kleinen paar Tage länger, ich glaube bis nächste Woche Mittwoch, heißt es hier auf diesem Kanal um 13 Uhr Dual Universe. Für die Zuschauer auf YouTube, die sich vielleicht wundern, warum es jetzt heute ist Montag, also morgen werdet ihr das sehen, aber warum es jetzt am Montag keine Ausgabe gab, der Dual Universe Server war sowohl am Samstag wie auch am Sonntag nicht erreichbar. Am Sonntag ist ja sowieso kein Dual Universe Stream, weil dort ja nachmittags Echo dran ist. Aber ja, tut mir leid, ich lade immer einen Tag später die Ausgabe vom Vortag hoch und da es keine gab, ging es nicht anders. Ich habe allerdings gestern habe ich ein Review über Dual Universe und meine Zeit in Dual Universe hochgeladen. Gab ganz gutes Feedback. Wer Bock hat, sich das reinzuziehen, ist eingereiht in die Playlist von Dual Universe bei mir im Kanal. Andernfalls einfach bei mir auf den Kanal bei YouTube geben, Berbarovka. Und dort seht ihr ihn auch unter Clips und Highlights, seht ihr ihn auch. Also das Dual Universe Review. Gut, wir machen heute weiter. Ich bin schon wieder fast ein bisschen aus dem Flow, denn wer das bisher verfolgt hat, jetzt kommt die Industrie dran, der Industriezweig. Und da muss ich erstmal komplett gucken, wie was funktioniert. Ich logge mich mal ein, weil ich wieder vergessen habe, mich rechtzeitig einzuloggen, aber in Verbindung eingereiht 1, wir kommen direkt dran. Dann hole ich euch auch mal mit ins Spiel. Sehr schön. Ja, wird spannend. Ich muss gleich erstmal schauen. Ich hoffe, dass ich heute auch wieder meine Belohnung von 100.000 bekomme. Bei dem ich noch gar kein Gefühl dafür habe, ist 100.000 viel oder wenig? Oh Mann, das ist hart. So wie es aussieht, kriege ich keine 100.000. Ich stehe oben auf dem Frachter, den ich freundlicherweise vom Bokuwa Bokuno, ich hoffe, ich habe mir seinen Namen jetzt endlich mal richtig gemerkt, geschenkt bekommen habe. Wahnsinn, also ein schöner Gerät. Das ist diese Vorlage, die mir schon ein, zwei Mal aufgefallen ist aus dem, wie nenne ich es, aus diesem Schiffsladen sozusagen. Da habe ich den schon ein paar Mal gesehen. Und ich fand ihn halt so schon ganz gut, deswegen war er mir aufgefallen und er hat ihn mir tatsächlich geschenkt, eine kleine überarbeitete Version mit scheinbar mehr Tanks. Ja, ich bin happy. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, mit dem Geld, schade, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass ich heute auch wieder meinen täglichen Login-Reward bekomme. Oder habe ich ihn bekommen? 179.000? Erscheint mir viel. Denn damit werde ich einkaufen. Oh, ein bisschen Stepptanz. Um einfach mal die Platte hier ein bisschen auszubauen, die ich hier einfach irgendwo hingesetzt habe. Und ich habe, glaube ich, hier überall in irgendwelchen Kisten Sachen drin, weil ich schon so viel gelagert habe, dass es meine Tasche sprengt und ich nicht mehr weiß, wohin mit dem Kram. Hier ist ein bisschen was drin. Ich habe auch ein bisschen was schon zum Markt gebracht, allerdings weiß ich nicht, ob ich das mittlerweile verkauft habe. Vielleicht finde ich das irgendwie, ich glaube, hier rüber raus. Oh, ich habe den Dings verkauft. Ich kann mich daran erinnern, weil ich den Preis, glaube ich, sehr schlau angesetzt habe, sozusagen um 1 Cent günstiger als der Rest. Und das muss, so wie es aussieht, ausgereicht haben. Okay. Jetzt bin ich überfordert. Das ist hier in dem Kanister drin. Nee, das ist hier in dem Kanister drin. Okay. Und hier vorne? Ich kann nicht mehr folgen. Ach, das dauert scheinbar ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das der Server ist oder die Kiste scheint leer zu sein. Wir nehmen uns allerdings mal dieses Schmuckstück, was er mir bereitgestellt hat, und damit gehen wir mal zum Markt und versuchen mal Beton einzukaufen. Bevor wir uns allerdings die Arbeit machen, weiß ich, dass man ja hier jetzt, also weiß ich mittlerweile, dass man auch von hier aus im Markt gucken kann.
Und wir suchen nach Beton. Und zwar den einzigsten, den fertige Blöcke, den einfachsten, den wir kriegen können, ist meiner Meinung nach matter grauer Beton. Leider nur zu verkaufen, 95 Kilometer entfernt. Das ist ungemütlich. Scheint aber sehr günstig zu sein. 500. Dabei weiß ich auch noch nicht mal, ob das viel ist. Kann ich es hier kaufen? Ach, das sind Kauforders. Oh, das war knapp. Ich brauche ja Verkaufsorders. 50 Kilometer. Sanctuary 2 Marketplace. Okay. Preis pro Einheit 900. Wollt ihr mich... Nee, da brauchen wir einen Plan B. Den gibt es gar nicht. Ah, matter weißer Beton. Schwarzer Beton. Der wird verkauft, aber auch nur geringfügig. Ey, das kann sich doch kein Schwein leisten. Hier wird normaler Beton verkauft. Entfernung. Auch nur 50 Kilometer entfernt. 150 das Stück. Ich mich hier so durchgucke, geht der Preis, naja, ist doch schon gehoben. Aber es gibt viel davon. Jetzt ist die Frage, ich glaube, ich kann auf K, wenn ich auf K drücke, kann ich hier auch nach Beton suchen. Nur Nanofertiger, das heißt also, ich kann ihn nicht unterwegs anfertigen. Oh, ist das fies, ey. So, der Boku hat mir allerdings hier irgendwo, jetzt muss ich es natürlich finden. Ich das jetzt immer zweimal öffnen. Es dauert scheinbar sehr lange, bis sich die Containerinhalte zeigen. Jetzt ist es verfügbar. Ich will halt auch nicht so Sachen wie Aluminium nehmen, weil ich nehme mal an, das werde ich für den Schiffsbau brauchen. Natürlich stark ärgerlich. Aber hier, das Fließband. Das Fließband können wir uns mal in die Tasche stecken und einfach mal aufbauen, weil das kriegen wir hier auf die Platte drauf, definitiv. Ah, so. Oh. Ne, so würden wir es hier schon hinkriegen. Okay, so ganz langsam werde ich damit warm. Gut. Die Lampen sind rot. Ich nehme mal an, weil er nichts zu produzieren hat. Was habe ich hier vor mir? Was ist das? Ich dachte, das wäre ein Fließband S. Ups. Oder war das mein Plan?
Nee, Wabenraffinerie hieß das Ding. Oh. Ja, da ist sie. Verkaufsorders. Hier bei mir um die Ecke für 94.000. Klingt nach einem recht fairen Preis. Bewegt sich alles in dem Dreh. Alles klar. Ja, was heißt bewegt sich alles in dem Dreh? Das war jetzt nur minimal gescrollt. Preis pro 158.000. Ist aber weit weg. Und 100. Ja gut, dann ist es schon die obere Grenze. Aber es ist mir egal. Ich will das Ding jetzt haben. An diesem Ort kaufen. Das ist Nummer 18. Marketplace 18 ist bei mir um die Ecke. Kurz überlegen. 94.000. Habe ich grob über. Aus dieser Order kaufen. Aus dieser Order kaufen. Ich tue es jetzt einfach. Gut, das Ding scheint jetzt da drüben auf mich zu warten. Wir nehmen mal... Weil ich nicht weiß, wie groß es ist, nehmen wir mal diesen Kollegen hier. Und fliegen mal in die Richtung, die ich gerade nicht entdecken kann. Ja, ist vielleicht doch da drüben. Ich guck lieber nach. Ja, da so. Irgendwo hier vorne muss der Markt sein, aber ich glaube, dass da vorne ist er. Oha, oha. Zieh mal hoch, kleiner Vogel. Großer Vogel. Boah, geschmeidig, Alter. Geschmeidig. Sehr gut. Stark. Da liegt es tatsächlich. Kann ich das hier eigentlich irgendwie wieder abbrechen? Weil scheinbar werde ich es ja nicht los. Scheinbar kann ich es ja nicht verkaufen. Serverfehler ist aufgetreten. Naja gut, ich habe eine Wabenraffinerie gekauft. Dann sollten wir das Baby mal nach Hause bringen. Leicht schräg rechts. Perfekt, schon markiert.
Oh, ich wollte eigentlich nicht mehr so ruppig aussteigen. Jetzt ist es so, jetzt werden wir uns das Ding erstmal wieder abbauen. Ach, die Raffinerie habe ich ja sogar noch hier drauf. Ich hoffe, dass sie nicht allzu groß ist. Nee, geht. Die kriege ich hier schon irgendwie drauf. Und dann gucken wir uns den Kasten nochmal an. Okay, ich denke mal, wir brauchen immer diesen Gegenstand, also immer den Beton, um eben ja, das Ganze herzustellen. Und matter grauer Beton. Kosten alle gleich viel, sehe ich das richtig? Warum gibt es da so wenig? Ja, ist egal, matter grauer Beton. Zack. Das heißt, dafür brauche ich Beton. Kann ich den hier herstellen? Wie komme ich denn jetzt daran? Okay, das ist ein Scherz, oder? Ey, ich will doch nur ein paar Betonblöcke haben, damit ich hier meine Platte weiter bauen kann. Also, wie geht's weiter? Da muss ich Dual Universe jetzt aber mal einen Punkt abziehen. Also das ist alles ein bisschen sehr, sehr anstrengend. Ach, schreibe ich schon Dual? Nein. So, Beton, das reine Material. Gibt es nur da zu kaufen für 150 das Stück. Aber das sind wahrscheinlich. Was brauche ich denn da? Ich glaube, ich brauche eine ganze Menge. Huch, hängt mein Client. Ah, da ist er. Liter für 10 Kubik. Ist das. Das ein gutes Verhältnis? Ich bin ein bisschen überfordert, ehrlich gesagt, gerade. Es muss doch für mich möglich sein, normalen Beton herzustellen. Und das ist natürlich auch krasses irgendwie, ne? Produziert 75 Liter aus diesen drei. Das ist doch, das steht doch in gar keinem Verhältnis, oder? Sehe ich das jetzt falsch? Oder kann es sein, dass ich hier noch,
Nee, hier bin ich nicht richtig. Bei den Talenten. Industrie. Effizienz, okay. Das ist aber nur Zeit. Crafting Time on Small Industries. Ja, es ist alles Zeit, aber nicht Material. Nee, 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 das ist alles Material. Dann schaue ich vielleicht mal bei Crafting vorbei. Wow. Alles Zeit. Also Materialeinsparung scheint es so nicht zu geben. Ah. Alles rein da, ne? Bevor ich irgendwie vergesse, was zu skillen. 14 Tage erstmal ausgefüllt. Passt so. Aber Leute, irgendwie muss ich ganz ehrlich sagen, was kommt denn jetzt als nächstes auf mich zu? Ich könnte noch mal ganz kurz dahin speeden. Wobei ich mir auch gerade die Frage stelle, ob das hier nicht vielleicht irgendwas bringen könnte. Ich hier noch mal so einen ganz lässigen hinten dran setze. Das geht nicht. Und das würde gehen. Weil so wie es aussieht, nutze ich eh nur dieses eine Fahrzeug, weil mir das auch irgendwie viel besser gefällt. Nee, das gefällt mir nicht. Besser. Und wenn ja, komm, wir gucken mal, ob was in Richtung Aluminium geht. Wir haben ja schon Bauxit gefunden. Okay, vielleicht ist Aluminium doch viel günstiger zum Bauen. Sogar viel, viel günstiger.
Okay. Oh, Moment mal kurz. Entschuldigung, ich muss nochmal wieder zurück. Bauxit, doch, das Zeug brauche ich dafür. So, und hab da immer noch einiges drüben liegen, aber habe ich hier nicht dann vielleicht auch noch was drin? Ah, jetzt dauert das wieder so lange. Ne, hier ist nur das Hämatit drin. Ein bisschen Bauxit ist hier auch noch. Ich möchte einfach nur eine Platte haben, Kinders. Deswegen werde ich jetzt, vielleicht auch, ist das auch irgendwie Perlen vor die Säue, aber ich werde das jetzt aus Aluminium bauen. Kriege noch reinen Wasserstoff daraus. Oh, das ist cool. Mit dem Mausrad. Voll stark. Gut, so lange soll das jetzt dauern. Frage ist, kriege ich erst am Schluss alles? Oder kriege ich Step by Step jedes Mal, wenn er eine Wiederholung fertig hat? Gut, jetzt habe ich 61. Wiederholungen ergeben 2745 Liter. Und jetzt möchte ich natürlich gucken, nochmal eben nach dem. Das könnte ich quasi unterwegs bauen, wenn ich das richtig verstehe. Machen wir erstmal nur das. Sieht pika kacke aus mit diesem Schachbrettmuster da drauf. Mattes Aluminium. So. Und daraus können wir dann fertigen. Ich habe schon wieder vergessen. 2000, also 27 Kubik oder so um und bei. Ja, ich denke, das sehe ich so richtig. Wir vertreiben uns die Zeit nochmal mit Bergbau. Irgendwas wird mir hier angezeigt. Muss mal ganz kurz checken, aber meine Einstellung von letztens hat sie zurückgesetzt. Sehr gut. Ich flitze mal nach da. Oh, out of range.